Grüß euch. Wie ihr seht, hat sich mein Hintergrund da ein bisschen verändert. Ich bin jetzt schon einmal im Herbstmodus. Es kommen immer wieder Fragen, was da bei mir im Hintergrund ist. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ist es neu und jetzt sage ich euch einmal, was da hinten los ist. Und dann starten wir mit einer Deko, die was bei mir beim Hauseingang hinkommt. Los geht's. Den Hintergrund kennt ihr, das ist mein Regal und meine zwei Metallständer. Das bleibt immer relativ gleich, muss ich sagen, weil das einfach am besten da reinpasst. Nur mache ich dann die Deko neu. Und ja, was habe ich da neu? Es ist eigentlich nichts Neues, es ist meine Sachen wieder neu aufgepinnt. Und zwar ist das der Ästekranz, den kennt ihr eher schon. Es gibt von den alten Videos einfach mit einem Glas und einem Licht drinnen. Da habe ich den Verbaumbürger, den Kranz, den habe ich einfach ein bisschen anders gestaltet, das Seidenober. Ich habe da auch künstliche Blüten dazu aber gehängt, Zepfen und eben so eine Hirschhandel, aber da oben ein Glas drinnen. Wie ihr seht, nichts Aufregendes, es ist einfach ein bisschen umgewandelt. Das mache ich sehr gern und wenn man so Basics hat, geht das super. Das da ist der Gräserkranz, den kennt ihr auch aus dem Video. Da habe ich einfach ein anderes Glas eingegeben, ein paar Zepfen dazu, ein bisschen ein künstliches Grün. Ja, und das Gesteck kennt ihr auch noch aus den getrockneten Sachen, das ist noch immer das gleiche. Da seht ihr, dass die Sachen wunderbar halten. Ja, das ist eigentlich mein Deko da hinten. Ich tue das einfach ein bisschen meine Basic-Sachen, ein bisschen eine Sachen dazu und das immer wieder umwandeln. Es ist nichts großartig Neues und die Sachen kennt ihr eigentlich schon, der was die Videos schaut und ein bisschen immer dabei ist. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt starten wir mit der Deko. Ihr seht, habe ich da ein paar Sachen. Und zwar war ich auf einer Gartenausstellung, das ist die Gartenlust. Ja, die wandert immer an verschiedene Plätze, traumhaft schöne Plätze, meistens ein Schloss oder so irgendwas oder ein Gut. Und da waren wir eben bei uns in der Nähe, die kommen da einmal durch. Und also, das ist immer ein Traum. Das ist echt ein Augenschmaus, da gibt es ganz verschiedene Sachen zum Schauen und Handwerk und alles Mögliche. Und da habe ich zufällig so etwas entdeckt. Das ist recycelt, das macht jemand, der macht Gartenmöbel, alles Mögliche und eben auch solche Töpfe. Die sind aus Autoreifen. Das ist wirklich ein Autoreifen, das sieht man noch, die Sachen. Ich meine, der verarbeitet das wunderbar. Ich war sofort begeistert und habe mich auch müssen mitnehmen. Und natürlich kommt dann, was machen wir für eine Deko rein? Und das mache ich jetzt. Also, den recycelten Topf möchte ich bepflanzen. Ich tue den einmal auf die Seiten. Ich habe da auch für innen einen anderen Topf, der passt da nämlich genau rein und den setze ich jetzt um. Das habe ich auch alles durchgekauft. Das ist eine Stacheldrahtblume, also ein Erikenort. Und das ist so eine Echinacea. Die möchte ich jetzt einmal einsetzen. Das wird mein Hauseingangsdeko für den Herbst. Ich möchte überhaupt ein bisschen eine Serie machen. Also das, was ich für mich dekoriere, das wird immer mal die Hauseingangsdeko und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Los geht's, setzen wir es einmal. Das kennt ihr jetzt sicher auch, da ist man irgendwo unterwegs und dann sieht man ein paar schöne Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann da nicht widerstehen. Mir hat das so gut gefallen, die Kombi. Also das da, ich sehe das jetzt von hinten, ich kann es leider nicht anders setzen. Auch die Stacheldrahtblume da, wunderschön, schön gewachsen, also wirklich eine schöne Ware. Ist nicht immer selbstverständlich, dass man sowas kriegt. Und da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Das ist ja eigentlich im Prinzip von dem her nichts Aufregendes. Ich habe einfach wieder auf die Farbkombination geschaut. Also es ist alles so weiß-grau-grünlich. Halt, da ist eine abgebrochen. Ich finde das einfach cool zu den Schwarz dazu. Das ist jetzt ganz einfach zusammengesetzt. Und dann schaue ich, was passt dazu. Und jetzt habe ich mir ein paar Sachen zusammengesucht, was für die Form her passt. Mit natürlich Natursachen wieder, aber auch ein bisschen so Luffer habe ich da, das ist ein bisschen so Allerheiligmaterial. Ein Schwamm, was ich gefunden habe, das ist einfach ein bisschen eine Rinde. Dann habe ich die Rispenhortensie, die getrockneten, weiß gesprüht. Das passt auch super dazu. Und so kann ich meine gesetzte Schollen da, die was dann in den großen Topf reinkommt, wirklich super dekorieren. Ich habe einfach meine Sachen genommen, ein bisschen weiß gesprüht. Ich möchte ein paar so Äste eingeben, damit mein Echinacea da einen schönen Halt hat.
und eben auch, damit ich ein bisschen in die Höhe komme. Das wächst eben nachher noch wunderbar an. So, ich arbeite schon wieder mal verkehrt. Ich hoffe, ihr seht das gut. So. Dann habe ich meinen großen Ost, den möchte ich ein bisschen so quer eindrapieren, oder? Wie ihr wisst, die Sachen, die halten ja wirklich super. Die Stacheldrahtblume ist zwar nicht winterhart, aber sie trocknet ja ein, das da oder auch. Und das andere kann ich dann ausgeben und wieder umdekorieren. Also die zwei langen Lufer. Also ich arbeite das einfach ein bisschen in die Höhe, weil das bei mir genau vor den Hauseingang hinkommt. Da passt das recht gut. Von der Form her gefällt mir das auch. Wenn ihr andere Formen habt, natürlich wieder umdenken, ob das, was euch gefällt, was bei euch dazu passt. Und da kann man ja wunderbar einfach dazu einstecken. Ein paar so Rindenstücke. Also eigentlich gar nicht so viel was. Der schon. Der gefällt mir auch. Der passt auch gut dazu. Und wenn ich will, kann ich da ein paar noch getrocknete Hortensien so am Rand eingeben. Bis das wirklich angewachsen ist, dass es mir mein Rand da ein bisschen abdeckt. Ich weiß, das dauert immer ein bisschen, ich will da nicht zu viel einsetzen. Aber gerade so, dass es am Anfang schon wirklich schön voll ausschaut. Und das ist wirklich schon ein super Herbstgruß. Und trotzdem was Helles, was Frisches. So, das kommt jetzt in meinen großen Reifen rein. Also schauen wir, wo da vorne ist, okay. Ich denke, das passt perfekt. Das kann jetzt anwachsen, bei dem passiert nichts. Ich kann das wunderbar gießen und ich kann es auch immer wieder austauschen. So, das ist einmal das. Natürlich bleibt es bei mir nicht bei dem. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich das beim Hauseingang habe, ich habe nur eins, irgendwas brauche ich da dazu. Da ist mir was eingefallen. So, da habe ich noch einmal so ähnliche Sachen. Und ich habe da eine alte Laterne gefunden. Und wie ihr seht, das war einmal so ein Solar, der ist kaputt. Daher ist da nichts mehr drinnen, weil die Kerzen hin ist und da hinten hat es kein Glas. Aber rundherum hat es Glas. Jetzt habe ich das ganze Glas ausgenommen, sauber gemacht und das noch einmal schwarz gesprüht. Also passt da den Topf wunderbar dazu. Ich habe mir gedacht, wenn der recyceln kann, das kann ich auch. Ja, und da mache ich jetzt eine dazu passende Deko rein, wo ich das dann kann am selben Platz hinstellen. Wie ihr seht, nichts verschwendet, es wird alles abgekalten und wieder umgemodelt. Da gebe ich einfach etwas rein, ein Gefäß, damit ich das Ganze abdecke. Ein bisschen Licht. Dann habe ich wieder meine Hortensien, so wie beim anderen auch, damit es wieder zusammenpasst. Und damit fülle ich einfach meinen Untergrund da aus. Dann sieht man das Ganze noch da. Und ich habe wieder die Kombination, das Schwarz, das Helle, das Weiß. Das passt wieder super schön zusammen. Ja, so arbeite ich. Oft braucht man wirklich ein bisschen an Input, man sieht etwas und dann fangen die Ideen an sprießen. Und das war echt, muss ich echt sagen, da waren ein paar Sachen bei der Gartenshow ein Traum. Also mit den Recyceln, da hat es echt ein paar Sachen gegeben, wo ich gedacht habe, wow. Also echt super gemacht, super überlegt. Und dann ist man selber auch wieder motiviert, mehr darüber zu nachdenken und auch selber wieder ein bisschen aktiver zu werden in den Ort von Recyceln. Ich meine, es muss nicht immer perfekt sein, die Laterne ist nicht perfekt, aber es ist okay. Ich kann es ja so gestalten und so herrichten, dass das nicht einmal auffällt. Jetzt habe ich ein bisschen die Stacheldrahtblume, habe ich mir da ein paar runtergezwickt und die gebe ich da dazu eine. Dann habe ich wieder die gleiche Kombination. Ich brauche da nicht extra was, ich was kaufen. Die lasse ich einfach so locker ein bisschen drinnen. Und dann wieder so einen Schwamm habe ich da, oder? Der kommt da hinten auch rein. Dann habe ich da schon wieder eine super Kombination. Und ich schaue, dass natürlich das Glas die Vorderseite ist und das hinten kommt bei mir bei der Hauswand zu. Also sieht man das nicht so. Ein bisschen getrickst. Dann habe ich da ein Protea, auch das herbstliche, in so einem Naturton. Und die Rindenstücke, was ich da drüben auch habe, die gebe ich mir auch da einfach ein bisschen zwischen rein. Das ist überhaupt nichts Schwieriges, das kennt ihr ja eh. Es geht einfach nur um die Kombination, um die Farbe.
wenn ich nicht das Passende habe, mache ich Kaffeemesser und Sprühlack und sowieso mache ich den Laternenhalter zupassend, was vorher vielleicht nicht war. Normalerweise ist das ein Stück, was man schon wegschmeißt, weil man sagt, okay, das ist so lange nicht mehr, das geht nicht mehr. Aber ich kann es ja umwandeln. Und ich habe wieder was Cooles, was dazu passend ist. Aber das kennt ihr eh, was ihr habt, was euch gefällt, oder die Form auch bitte abwandeln, was euch gefällt. Ich mache das für mich, das ist mein Deko und ich habe die Form. Natürlich, Federn, kennst du das eh von mir. Das darf auch nicht füllen. Das passt da auch ein bisschen gut, damit herum auch eine kleine Deko ist. Es ist wirklich nichts Aufregendes, ist eigentlich schnell gemacht. Es ist verwertet. Natürlich habe ich mir ein neues Teil gegönnt, den schönen Topf. Aber wie ihr seht, habe ich da eine coole Kombi. Also, das ist meine perfekte Hauseingangsdeko für den Herbst, für den heiligen Herbst. Ja, das sind die Formen, was durch Zufall entstanden sind, eben durch die Gartenausstellung und das Ganze. Und das Ganze wie ich durchziehen. Das heißt, ich mache noch ein paar andere Deko, aber es wird alles ein bisschen in den Stil mit den Formen sein. Das ist heuer Mai, Herbstdeko. Damit beginnt's. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.